Lalilu ist von der Natur inspiriert. Baue Wände. Bedecke die Stämme mit Blättern. Unter so einem Dach kann man sich vor dem Regen verstecken. Christoph will seine Freundin überraschen. Wow, haben wir eine neue Unterkunft? Wie schön! Sie hat alles, was wir brauchen. Aber wo soll ich schlafen? Ups, gib mir eine Minute. Christoph hat sofort ein gemütliches Zelt kreiert. Super, ich kann mir schon vorstellen, morgens hier Yoga zu üben. Schatz, wollen wir ausgehen? Oh, eine Rose. Du bist so romantisch. Und Elsa bleibt reich. Die Königin von Arendelle sitzt auf einem Kristallthron. Hey, hast du dein Shooting vergessen? Wann? Oh, du hast schon Stoffe bestellt. Lass uns ein Kleid bestellen. Es ist dringend. Es hat einen asymmetrischen Schnitt. Und einen bodenlangen Rock. Wunderschön. Noch mehr Edelsteine. Wow. Gefällt dir mein Outfit? Heute nimmt Elsa ein Musikvideo auf. Hallo, wo seid ihr? Ich warte auf dich am Set. Hallo, hier sind wir. Wow, ich sollte es bis jetzt schon gewöhnt sein. Aha. Unterschreiben wir nun den Vertrag. Fangen wir an, ich schalte die Kamera an. Hey. Elsa, du bist so elegant. Gib mir die Kamera. Ich werde ein exklusives Video aufnehmen. Oh, der tanzende Olaf ist der Beste. Wir werden Millionen Aufrufe bekommen. Der beste Teil ist ein Spagat mit dem Auto im Hintergrund. Yay! Der Drache wird der Star des Videos sein. Bravo! Kombiniere Kunstleder und Filz. Stelle eine Sohle aus Styropor her. Skizziere eine Stiefelsilhouette. Binde die Schnürsenkel zu. Oh, jemand ist mehrere Kilometer in ihnen gelaufen. Aber die arme Anna hat keine andere Wahl. Alle Schuhe sind besser als barfuß zu laufen. Auf ihrem Weg hat Anna einen Ausverkauf gesehen. Zombie-Shop für alle. Hm, schöne Schuhe. Möchtest du sie kaufen? Ja, aber ich habe kein Geld. Hm, wenn du es schaffst, mich zu beeindrucken, Yay! Dann gehören sie dir. Christoph hilft mir. Ich habe einen Plan. Hey. Hm, okay. Anna hat Christoph hochgehoben und angefangen, Kniebeugen zu machen. Wow, du bist so stark. Du hast sie verdient. Cool. Glückwunsch. Anna, ich bin so stolz auf dich. Danke. Eine Box und goldenes Schaumpapier. Entferne die Wörter. Hey Leute, ich habe euch Karton mitgebracht. Danke, Olaf. Bedecke die Teile mit Gold. Perlen haben die Beine ersetzt. Sie kauft sich jeden Tag ein neues Paar. Olaf hilft Elsa bei den Hausarbeiten. Oh mein Gott, überall befinden sich Schuhe. Wo soll ich sie hintun? Wow, Olaf, warum ist es hier so schmutzig? Oh, ich halte dieses Chaos nicht aus. Bring mir bitte ein Glas Wasser. Oh, ich fühle mich nicht so gut. Räume auf. Wo soll ich die Schuhe hinpacken? Vielleicht in den Korb? Rein da. Wo soll ich ihn hinstellen? Vielleicht hier? Nein, hier. Olaf, warum brauchst du so lange? Bestelle einfach ein Schuhregal. Oh, es ist so leicht. Aber alles passt drauf. Gute Leistung. Ich bin stolz auf dich.
Schneide das Gehäuse für ein Radio aus Styropor aus. Bedecke die Seiten mit Filz. Eine Stecknadel wurde zur Antenne. Füge Knöpfe hinzu. Jetzt kannst du dir unterwegs deinen Lieblingsradiosender anhören. Anna hat ein komisches Geräusch im Müll gehört. Hallo, woher kommt das Geräusch? Ich werde der Stimme folgen. Oh, ich bin gefallen, aber ich habe etwas gefunden. Yay! Wir hatten noch nie ein Radio. Aber ich habe ein gutes Rhythmusgefühl. Ich lasse eine Party steigen. Hey, mach mal lauter. Oh, sie hatten viel Spaß. Musik bringt Leute zusammen. Skizziere eine alte Violine. Schneide sie aus. Betone das Gehäuse, damit es aussieht wie lackiertes Holz. Der Hals ist am richtigen Ort. Goldene Saiten sind das Wichtigste. Ein Zahnstocher wird ein großartiger Violinenbogen. Eine seltene Stradivari-Violine wurde im Museum von Lalitown jahrhundertelang gelagert, bevor sie in Arendelle auftauchte. Oh, mir ist so langweilig. Was soll ich machen? Marshmallow, komm her. Vielleicht kannst du mir etwas Lustiges bieten. Oh, lass mich dir etwas vorsingen. Ah, meine Ohren. Vielleicht kannst du Klavier spielen. Hilfe, das ist sogar noch schlimmer. Yikes, was für ein schrecklicher Lärm. Stopp! Das macht mich verrückt. Ich zeige dir mal, wie sich normale Musik anhört. Bravo, bravo. Ich wusste gar nicht, dass du spielen kannst. Die Jahre bei der Schneemann-Akademie haben sich ausgezahlt. Elsa, warte mal, unsere Schneiderinnen werden dich missen. Wow, so viel Geld. Das bleibt von selbst an der Boa kleben. Dekoriere ein wunderschönes Accessoire mit Kristallen. Elsa ist sehr wählerisch, aber nicht einmal sie kann so einer Boa widerstehen. Na, die Natur ist gut und so, aber ich habe keine Lust mehr im Wald zu leben. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Nach Arendelle. Ich hoffe, jemand sieht mein Schild und nimmt mich mit. Hallo, wohin willst du? Ich muss nach Arendelle. Wir fahren nach Disneyland. Möchtest du mit uns mitkommen? Nein, ich möchte nach Hause, aber danke. Oh, wo ist meine Schwester? Anna, du bist es. Oh, Schatz, ich habe so lange auf dich gewartet. Was machst du? Warum kommst du nicht einfach mit mir nach Hause? Nimm diese Boa, es ist kalt draußen. Wow, sie ist warm und schön. Danke. Gehen wir. Wir brauchen einen Schlüsselanhänger. Male einen Plastikrahmen mit goldener Farbe an. Setze ein Zertifikat ein. In den Ecken glänzen Rosen. Und eine Kordel ist um den Rahmen gewickelt. Es ist ein super Geschenk. Anna, du siehst müde aus. Was willst du damit sagen? Na, deine Haare. Elsa, ich hatte noch nicht einmal eine Haarbürste. Nimm das. Es ist ein Zertifikat eines Schönheitssalons. Du hast es verdient, dich zu entspannen und dich um dich zu kümmern. Wow, hier ist alles so schön. Fräulein, haben Sie sich verlaufen? Nein, Ihre Adresse ist auf dem Zertifikat. Keine weiteren Fragen. Setzen Sie sich. Die Transformation fängt an. Oh, das ist ein schwerer Fall. Sie sind so talentiert. Ich sehe so hübsch aus. Kommen Sie bald wieder, Fräulein. Die Strohhalme sind in einer Reihe. Drücke den Rand der Tube. Fülle es mit Heißkleber. Das Etikett ist am richtigen Ort. Jetzt kommt die Truhe in Ihre Make-up-Tasche. Schwesterherz, ich bin so glücklich, dass wir wieder zusammen sind. Aha. Meine Damen, vielleicht sollten wir etwas trinken? Ich habe etwas mitgebracht. Ich hätte gerne ein Getränk. Lecker. Anna, warum bist du so blass? Nimm diese Bräunungslotion. Deine Haut wird super aussehen. Lege dich hin und entspanne dich und ich gehe schwimmen. Während Elsa schwamm, hat Anna zu viel Lotion aufgetragen.
jetzt wirst du dich nicht mehr sonnen müssen. Stimmt.